können die Heldinnen der blöden Abso dieses Mal endgültig die Fingernägel schneiden, ich meine das Handwerk legen, das erfahren wir hoffentlich in dieser Folge von Let's Play Sailor Moon Another Story. So, diejenigen, die jetzt eventuell hier in diese Folge reingeschneit haben oder reingeguckt haben und sich denken, Moment mal, warum haben oder blinken deine Heldinnen denn überhaupt schon? Und, ganz einfach, ich habe im Grunde in der letzten, da machen wir es einfach mal hier, Rainbow Heartache. Auch wenn es wahrscheinlich aus der dritten Reihe nicht viel nützt. Ich habe in der letzten Folge am Ende noch die erste Runde zu Ende gekämpft, damit ich mir sozusagen die Zeit ein wenig sparen kann und direkt ans Eingemachte gehe. Abso dürfte in diesem Zug sich noch nicht erholt haben vom Timestop. Ich habe jetzt auch darauf verzichtet, mit Sailor Pluto einen Timestop zu setzen, weil ich... also entweder kriege ich sie jetzt und wenn nicht, naja, Pech gehabt. Und wenn sie ihren Superangriff macht, bin ich durchaus daran... Bin ich durchaus interessiert daran... Nein, das ist nicht ihr Superangriff, das ist das, was jeder Boss kann. Also, eigentlich kann jeder Boss das fast das Gleiche. Abgesehen eventuell von den dedizierten Superangriffen, die sie über ihnen zur Verfügung stehen. Sie hat einen Angriff hier in dieser Form, der heißt Hell Attack. Und der hätte eventuell Pluto... Nee, nicht Pluto, Uranus und Jupiter wegbrezeln können. Und ich kriege nur 4.464 Erfahrungspunkte für den Endboss plus Glückwunsch-E-Mail. Wir haben es geschafft. Nun werden alle Schicksale wieder normal werden. Yay! Shingo ist nun zu Hause. Mann, da warst du aber schnell. Wir sind hier auch fertig. Sind wir das? It's Earthquake Time. Hä? Was ist dieses Beben? Die Schicksale wurden geändert und bewegen sich nun zurück. Wieso können sie Schicksale bewegen? Das sind keine physischen Güter oder sowas. Dieser Ort wird gefährlich sein. Lass uns hier rausgehen. Oh, ja. Typisch. Oh, er hat sich selber befreien können. Haben wir Herkules-Kräfte bekommen oder was ist los? Tuxedo-Mask, wir haben Abso besiegt. Gut. Nun lass uns hier rausgehen. Ich habe hier auf euch gewartet. Nein, er muss doch eben seinen Usagi aus dem Hut zaubern. Oh, war der schlecht. Diese Grafik ist auch schlecht. Der Turm stürzt in sich zusammen. Nun ist alles vorbei. Yay! Nein, wir müssen immer noch den Kometen reinigen. Stimmt, der Komet. Aber, wie machen wir das? Mit genug Putzmittel. Wenn ihr alle eure Kräfte und den... Leck in den Silberkristall vereinigt, werdet ihr in der Lage sein, wahrscheinlich den Kometen zu reinigen. Putzgins! Dann lass es uns tun. Ein Universalwerkzeug dieser Gins. Der Schweizer Taschenkristall. Aber, wann wird der Komet ankommen? Nach meinen Kalkulationen, die ich eigentlich keine Zeit zu hatte, die durchzuführen, in 2 Stunden von jetzt an, in der Zukunft. Natürlich, in 2 Stunden ist immer in der Zukunft. Aber wahrscheinlich meint sie damit, dass sie hier, dass der Komet hier ankommt. Also quasi in der Zukunft. In dieser, von der Gegenwart-Zukunft, von der Inner Senshi, ja, von der normalen Senshi-Zukunft aus gesehen. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Wenn nicht, Pech. Der Komet kommt sofort hier. Lass es uns tun. Tu es, tu es. Moon Cosmic Power. Ja, jetzt legen sie alle ihren Saft. Der Saft. Unendliche Mächte. Super viele Frisuren. Werden in einen Topf gelegt, ordentlich durchgemixt und dann wird das Ginsprisma angelegt und es erzeugt ein blaues Luminär. Ey, eben war es doch rund, jetzt ist es hoch. Ein Hochhauslicht. Der Komet kommt. Der Komet geht. Ist weg. Keine Ahnung. Nun ist alles vorbei. Richtig. Der Kristall... er wird nicht wieder normal. Hm? Achso, der Kristallpalast wird nicht wieder normal. Ich meine, der Kristallpalast wird nicht wieder normal. Ist da irgendwas, was wir verpasst haben? Tuxedo Mask, warte hier mal. Das ist richtig. Wir möchten nicht immer auf dich angewiesen sein. Der hat eh nichts mehr drauf. Es ist nach Staffel 3. Der kann nichts mehr. Der ist ausgebrannt. Überlasst es uns. Ihr alle.
Es ist Zeit, die Maske an den Nagel zu hängen. Sie hat überlebt! Warum? Nur für den Kick, für den Augenblick? Wie kann ich besiegt werden? Ich möchte nicht sterben. Irgendjemand, gib mir Kraft! Apsu, ich gebe dir meine Stärke. Lass uns ein neues Schicksal beginnen. Wenn du lebst, können Anscha und ich in Frieden leben. Hier, nimm mein Innerstes. Oh mein Gott! Eine Weißhaarfrisur und eine Blondfrisur sind eins geworden. Was ist das für eine böse Energie? Ich fühle sie auch. Ich habe sie auch gefühlt. Diese böse Energie. Sie umgibt den Kristallpalast. Wenn das so weiter bleibt, werden die Menschen in dem Palast übernommen werden. Sie werden vergiftet durch das Böse. Also wir. Sie könnten sogar alle sterben. Dann lassen Sie doch den Kristallpalast evakuieren. Hä? Mama und Papa werden sterben? Nicht, wenn sie es schaffen, die Tür aufzumachen am Eingang. Okay, wobei ich es bezweifle. Sie haben sowas hier in die Welt gesetzt. Ich möchte das nicht. Wenn Königin Serenity und König Endymion sterben, dann wäre die Welt durch vom Silberkristall ein Land des... Nee, das wäre die Welt, die vom Gitz abgeschmeckt wird. Nein, vom Gins. Wie soll ich... wie heißt es? Vom Gins. In die Grundfesten vom Gins gehalten werden, würde Chaos werden. Wir müssten uns selbst erledigen. Wir müssten es selbst erledigen. Nein, wir müssten es selbst erledigen. Wir müssten uns nicht selbst erledigen. Das ist ein feiner Unterschied. Piu, zum Glück habe ich das noch hingekriegt, dass sie sich nicht selber jetzt irgendwie aufhängen gehen. Aber mit so viel der dunklen Energie, dann Apsu könnte immer noch am Leben sein. Apsu! Ja, diese Energie ist ähnlich der Apsus. Und Sins auch. Apsu und Sins Energie. Das könnte fast Ab-Sind sein. Ah, war der schlecht. Es tut mir leid. Ich habe errechnet die Position der Energiequelle auf meinem Computer, auf meinem Smartphone. Diese Quelle ist im Keller dieses Palastes. Lass uns gehen. Natürlich ist es im Keller, weil kleine Mädchen immer Angst vor dem Keller haben. Okay, machen wir doch das hier auf. Kristall Zeug und Kristall anderes Zeug. Yay, es ist absolut nutzlos. Zumindest für meine Verhältnisse. Okay, was werde ich jetzt tun, bevor ich in den Keller gehe? Werde ich, das muss ich jetzt zwar nicht unbedingt, ich kann meine Truppe wieder zusammenstellen, wenn ich hier rausgehe. Dann sagt die, was willst du, Lemon? Ja. Es ist so blöd, die Tür aufzumachen, ne? Genauso wie ihr älteres Ich. Deswegen müssen sie sich jetzt versammeln und sich beratschlagen, welche Richtung man den Türknauf dreht. Was ist das, Uranus? Wir können jetzt nicht einfach hier weglaufen. Wahr. Manche von uns sollten im Palast warten. Wir müssen die Königin Serenity und König Endymion beschützen. Dann... Wo sind die überhaupt? Ich hab die hier noch nirgendwo gesehen. Und ich war schon überall. Vielleicht haben sie ein geheimes Schlafzimmer und machen gerade... Oh la la. Dann lassen wir uns mal wieder aufteilen in 5 Gruppen. Blabla, wer kommt mit mir? Ja, jetzt kann ich hier die Gruppe nochmal zusammenstellen. Und das ist jetzt mehr oder weniger essentiell. Naja, ich mach's offscreen. Dass ich die Leute... Moment, wen hatte ich denn? Chibi Moon kann ich jetzt sogar hier reinpacken. Das ist gut. Sehr gut. Und, Neptun. Das sind die zwei, die ich unbedingt hier drin haben möchte. Weil Neptun und Chibi Moon besitzen leider Gottes noch... Besitzen leider Gottes noch Accessoires. Das mache ich vielleicht doch nicht offscreen. Nämlich die Angel Pins. Und, das mache ich jetzt doch nicht offscreen. Gut. Und die werde ich jetzt ausziehen, damit ich die noch in meine Haupttruppe, die ich zusammenstellen werde, die im Grunde. Nein, nicht. Verdammt, wo war das denn? Ah, Feather, genau. Die ich in meine Haupttruppe jetzt zusammenstellen werde noch. Die ich jetzt gerade auch schon eigentlich im Kampf gegen Apsu 1 benutzt habe. Aber da hatte ich leider Gottes mit der... das ist egal, machen wir ein Bracelet hier auch so. Au, ausgezeichnet. Das hatte ich soweit zusammengestellt. Die werde ich nochmal entsprechend zusammenstellen. Nun werden wir Apsu besiegen. Wozu haben die jetzt hier auf uns gewartet? Oh, wir müssen König Endymion und Prinzessin, die Königin Serenity beschützen. Oh mein Gott, deswegen bleiben wir jetzt im Eingang bereits stehen. Das unterstreicht nochmal meine Theorie mit dem komischen Zeugs.
Also mit dem komischen, sie kommen nicht durch die Tür Zeug. So, Speicherpunkt werde ich gleich benutzen. Nämlich, hier ist die Eingangstür. Ihr erinnert euch vielleicht noch, als ich beim letzten Mal reingegangen bin, um mal zu gucken, was drin ist. Weil sich das doch signifikant unterscheiden wird zu dem, was jetzt drin ist. Die Energie kommt aus diesem Raum. Richtig, es ist dieser Raum hier. Zustimmung, die Energie kommt von hier. Aber wir haben noch unsere PKE-Messgeräte nicht dabei. Verglichen zu vorher ist sie viel stärker und noch böser. Ihr müsst, ihr Einhalt gebieten. Andererseits wird der Palast, nein, die gesamte Erde wird in Chaos stürzen. Ich weiß es, aber ich werde nicht zu irgendeiner bösen Energie verlieren. Ich werde jeden beschützen, das komplette Erdenland. Es ist, lasst uns ausschwärmen, alle. Aber, kleiner Amerikamond, du wirst hier bleiben. Warum? Ich kann mit dir auch kämpfen. Nein, das Kampfsystem unterstützt leider nur 5 Charaktere. Was ist, wenn jeder sterben würde? Wer würde denn dann die Erde beschützen? Also wenn die Power-Truppe verliert, dann wird die andere Truppe mindestens auch verlieren. Diejenigen, die Königin Neo, Königin Serenity und König Endymion beschützen, wer denn wer? Deshalb müsst ihr zurückbleiben und Mama und Papa beschützen. Die sind bestimmt gerade bei C&A einkaufen und deswegen finden wir die nicht. Okay, nun, lasst uns entscheiden, wer kämpfen wird und wer verteidigen wird. Also, die müssen jetzt wieder Team Guy und Team Nicht-Guy da oder hinbringen, sag ich jetzt mal, beziehungsweise zusammenstellen. Und wie ich sagte, ich werde meine Truppe hier zusammenstellen aus denjenigen, die auch schon gegen Apsu 1 gekämpft haben. Und der Ausschuss kommt nach unten. So, Pluto werde ich aus einem bestimmten Grund mit dabei haben. Und zwar wegen des Timestops. Wobei ich jetzt... Darf ich? Oder gibt's noch bla bla bla? Nein, es gibt kein bla bla bla. So, ich bin knapp Stufe 50 mit allen. Das Problem ist... E-Mails. Nein, das... Es gibt ein Problem mit dem Endkampf. Darauf komme ich hinaus, wenn ich im Endkampf drin bin. Ich werde jetzt noch bis Level ca. 55 hochleveln mit meiner Truppe. Das ist zwar immer noch kein Garant dafür, dass ich es in der Hinsicht schaffe, aber wir sehen uns gleich wieder, wenn ich bis Level 55 hochgelevelt habe. Okay, nach ein bisschen Zeit des Levels sind alle auf Level 55 angelangt. Dann wollen wir die Pforte des Infernos öffnen. Moment, das sah ja das letzte Mal anders aus. Da war ja noch kein dunkles, schwarzes Loch im Kühlschrank. Zool, Gosa, der Zerstörer, wird auftreten. Das ist, wo der Turm der Zeit eigentlich sein sollte. Den hatten wir im Keller? Toll. Aber hier scheint nichts außer Dunkelheit zu sein. Ich habe euch erwartet, Zählerkrieger. Apsu, du bist es also. Was ist mit deinem Körper? Ich habe mich mit Zinn zusammen verschmolzen. Und offensichtlich, wenn zwei Damen miteinander verschmelzen, haben sie noch eine größere Klappe als vorher. Ich wurde ein bisschen, hässlich, aber all diese Kraft. Ich wollte sie, ich wollte den Palast, wenn ich wollte, könnte ich den Palast in einen Haufen Staub augenblicklich zurückverwandeln. Aber ich würde euch gerne selbst killen, nur um Selbstzufriedenheit zu erlangen. Außerdem, wenn ich diesen Palast zerstöre, finde ich den Silberkristall niemals in so einem überflüssigen Haufen voll Dreck. Ich könnte es euch auch erzählen. Die letzte Änderung des Schicksals wird im Kristallpalast verabschiedet vom Senat. Wovon redest du denn da? Hier gibt's keinen Senat, hier regiere ich! Echt prima, die Königin zu sein. Du, wirst dir niemals den Kristallpalast oder den Silberkristall bekommen. Das Schicksal unschuldiger Leute zu ändern, versucht ihre glücklichen Leben zu zerstören. Warum? Ich! Und im Namen des Mondes werde ich dich jetzt bestrafen! For Boss Time! Okay, wenn ich die erste Runde überlebe, habe ich gewonnen. Wobei, ich könnte auch versuchen, ein wenig... Moment, ob du es überlebst. Toilette oder nicht. Toilette oder nicht. So, Final Battle. Da mach du Moon Cup. Du verteidigst Dito. Das Schöne ist, das Verteidigen funktioniert direkt vom Anfang an der Runde. Sprich, wie heißt es? Egal, ob sie später am Zuge sein würden, die Verteidigung funktioniert direkt. So, wenn ich die erste Runde überlebe, habe ich gewonnen. Ich überlebe die erste Runde. Yay! Das ist ihr
Spezialangriff Nummer 1. Ihr werdet es eventuell sagen, nein, ich hätte Maniküre verwenden sollen. Scheißdreck. Ah, jetzt dauert es doch länger, als ich es gewollt hätte. Naja, was soll's. So, jetzt habe ich sie in der endlosen... benutzt du die... nein, du machst Verteidigung. So, das Mundkopf machen habe ich jetzt nur gemacht, um es einfach zu machen. So, ich werde mit Sailor Pluto jetzt immer alternieren zwischen einer Toilette und... also, hauptsächlich, um ihre Magiepunkte wieder aufzufüllen. Und einer... ja, Timestop-Attacke. Dadurch wird, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißt. Hell Apsu oder Apsu Dragoon Apsu, Dragon Apsu, ab ist zu. Ich habe keine Ahnung. Sie hat ein bisschen lange Arme, oder? Jedenfalls, machen wir das. Der Grund, weswegen ich diese Billigtaktik hier benutze, ist folgende. Höllen Apsu hat einen Angriff, der sich Fosu, Shekel, Shudder, Bingbong, keine Ahnung. Ist jedenfalls ein Angriff, der komplette Party trifft. Und wenn ich nicht mit... oder jeder, der nicht verteidigt, stirbt. Und es klingt wie ein Windows-Sound, oder? Oh, kling. Windows ist fertig mit Abstürzen oder sowas. Okay, wieder Maniküre. Und einfach um diesen Kampf gescheit zu schaffen. Ich müsste sonst irgendwie jedes Mal... ja, keine Ahnung. Ich könnte im Prinzip nicht mehr offensiv agieren, wenn ich sozusagen darauf achten muss, von diesem Shackle-Dingsbums, von dieser Super-Angriffsattacke nicht erledigt zu werden. Wie gesagt, es würde sämtliche Charaktere dahin raffen, auch die, die in der hinteren Reihe sind, solange sie sich nicht verteidigen. Und deswegen komme ich leider Gottes hier nicht drum rum, die Timestop-Taktik zu fahren. Der Boss hat hier in dieser Form übrigens 120.000 Lebenspunkte. Moment, ich hab... Scheißendreck! Ich vergesse die ganze Zeit, die Maniküre zu besetzen, beziehungsweise dieses Fragrance, um meine Offensivkräfte zu verbessern. Deswegen dauert der Kampf jetzt länger, als ich es eigentlich vorhatte. Und mir fällt es nicht auf, ich Idiot. Na, was soll's, dann machen wir es jetzt. Ich werde diese Folge nicht nochmal neu aufnehmen, extra deswegen, obwohl es ihr wahrscheinlich gerne sehen würdet. So, machen wir das. Nein, nein! Ja, geht doch. Mal sehen, ob es jetzt noch irgendwas bringt, weil... Moment, ich brauche jetzt wieder Ausrüstung. Was diesen Kampf hier nämlich auszeichnet, ist folgendes. Wenn ich hier mit meiner Haupttruppe, mit der Sailor Moon-Truppe verliere, dann ist es nicht Game Over, sondern dann kommt die Chibi Moon-Truppe dran. Und in diesem Fall ist der Kampf hier deutlich einfacher. Aber es gibt zwei verschiedene Enden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht genau, in welcher Form die sich unterscheiden. Auf jeden Fall, das gute Ende erreicht man nur dann, wenn wir es schaffen sollten... Na komm, nein, du verteidigst wieder. Wenn wir es schaffen sollten, Time Stop, Apsu in dieser Form zu besiegen, wo sie stark und schwer ist. Seht ihr, die, was das ausmacht, diese 15 mehr Attackpunkte? Dieser Kampf hier mit 120.000 Lebenspunkten. Dann hätte ich eventuell jetzt schon, ja, eventuell geschafft. Mach mal Risiko. Ich mach jetzt Risiko. Nein, du schlägst. Wir machen ein bisschen Risiko jetzt hier. Ich werde hier nochmal eine Toilette benutzen. Und sollte ich es nicht geschafft haben, Apsu nach dieser Runde zu erledigen, werde ich einfach mal keinen Timestop machen. Und ein wenig... Oh, sie ist tot. Es tut mir leid, Zuschauer. Doch wird sich das Schicksal jetzt endgültig geändert haben. Wie sieht das gute Ende für die... ja, Welt aus? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Sailor Moon. Another Story. Bis dann. Ciao.